So, wir sind wieder bei Splatoon 3 angelangt. Wie geht's euch? Ja, was soll ich sagen? Es gab jede Menge Updates auf es bei Splatoon 3 und wir gucken uns jetzt die Updates erstmal an von Maku, Muri und Mantaro begrüßen uns und wir gucken uns jetzt die Updates mal an. Es hat eine Weile gedauert, es ist ein paar Mal resettet worden und downgeloadet und upgedatet worden und etc. Und jawohl, alle sind gespannt. Update, Update, Update. Eine neue Season, die Fröstelsaison vom 1.12. bis zum 1.3. ist die Fröstelsaison. Was das genau bedeutet, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall auch neue Waffen, zum Beispiel einen Deko-Stempel-Splatana, Erbrero-S-Plast 91 Fächerfärber-Fresco, Leck 450 Deko. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Auch ein Quetscher voll, N-Berry-Klecks-Doppler-Plaster-SE und Sorella Undercover. Und ja, neue Maps. Keine Zeit für wochenlanges Gelaber. Schon gar nicht, wenn die neuen Arenen da sind. Oh, neue Arenen. Gut zum Kämpfen. Da finden sie natürlich. Ja, volle Kleckskraft voraus. Und es gibt auch etwas Neues von der Bär GmbH. Oh. Oh. Was ist denn das? Boah. Was ist das für eine Kreatur? Hochinteressant. Anscheinend eine ganz neue Art von Obersalmonit ist aufgetaucht. Ja, und wie es immer bei Monstern ist, die werden immer mit einer sehr, sehr guten Kamera und Bildqualität festgehalten, sowie auch Geister und Aliens. Ich bin natürlich das einzigste Alien, das mit hochauflösenden 3D und 4D Qualität aufgenommen wird. Das ist ja ganz klar. Wir spielen heute, das sind die Arenen, wo wir heute spielen oder jetzt gleich ein Video spielen. Ein paar knackige Runden, nachdem die Updates noch fertig sind. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ah ja, ich werde ein extra Video machen, wo ich dann diese neuen Waffen auch mal kaufe und austeste. Das habe ich auf jeden Fall vor. Ich glaube, ich habe tatsächlich genug Geld, um alle zu kaufen. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, gibt es irgendeine Waffe, wo ihr mal sehen wollt, wo ich mit der ich spielen soll. Sehr, sehr gerne. So, neuer Saisonrang in der Fröstelsaison, die Katalog. Katalog hat sich verändert, auch ausstehende Belohnungen. Das sind alle Belohnungen, die ich erhalte. Ja, Banner, ja. Auch ein neuer Titel, positiver Bund. Hä? Positiver Bund? Nee. Ich will doch lieber das Skater bleiben. Oh, der Banner sieht nicht schlecht aus. Nicht kaputt zu kriegen, der Meeresschnecke. Und ne Getränkekupon. Und Snackkupon werde ich mir dann einverleiben. Kettchen, Kärtchen, Kartenpäckchen machen wir noch drauf. Puder, Wirsnavier, Kärtchen. Ich habe diese Kartenspiele noch nie gespielt. Da gibt es ja auch eine extra Möglichkeit, die zu spielen. Habe ich noch gar nicht gemacht, glaube ich. Ich habe einiges noch nicht gemacht. Zum Beispiel den Story-Modus. Möchte ich auf jeden Fall separat machen. Vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn da ein bisschen Zeit ist. So, jo, ich habe immer noch das zerrissene Hemd an. Es ist jetzt die Feuerwehrhelm-Staffel angelangt und ich habe die neuen Schuhe jetzt hier nochmal zu sehen in voller Pracht. Und dazu brauche ich natürlich dann ein gewisses Outfit, also bestimmtes Outfit, also dieses zerrissene Hemd. Dieses zerrissene T-Shirt, das man als Stadtoutfit bekommt. Das werde ich jetzt dann gleich wechseln. Und werde die Jacke anziehen wieder, dass es farblich auch gut passt. Ich würde mich mal interessieren, ob es Leute gibt, die wirklich immer nur mit ihrem mit ihrem Stadtoutfit spielen und weiterspielen, das Outfit nie ändern. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr selber Splatoon spielt, wovon ich ausgehe. Dann schreibt mal gerne rein, ob es auch welche gibt, die immer in der Stadtkonfiguration sind oder bleiben. Die Schwimmkappe.
So, so sehe ich aus wie ein Feuerwehrmann. Feuerwehr-Inkling. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt geht's rein ins Geschehen. Es fehlen natürlich auch noch die Stiefel. Stiefel fehlen noch, Gummistiefel. Aber wie gesagt, die kriegt man nur, wenn man bei den... wenn man bei dem Salmon Run mitspielt und da auch ordentlich Punkte macht, dann gewinnt man die. Das muss dann demnächst auch mal stattfinden. Salmon Run. Aber ich bin momentan auch sehr zufrieden mit den neuen Schuhen, die mich, wie gesagt, was ich schon mal gesagt habe, sehr an die Schuhe von Sonic erinnern. Ich glaube, es sind sogar Sonics Schuhe. Oder fast, ja. Schönes Rot, okay, auf jeden Fall. So, und der Kampf beginnt. Erster Kampf in diesem neuen Video. Und... ja. Ah, gelb. Ah, super. Es gibt Farben, die ich nicht mag, aber das ist eine Farbe, die ich mag. Oh, und wir spielen auch noch gegen Blau. Gegen die Lieblingsfarbe. An der Perlmutter-Akademie. Warum die nicht Universität, sondern Akademie heißt, das ist übrigens der Unterschied zwischen Akademie und Universität oder Schule. Ist der Akademie nicht allgemeine Schule? Keine Ahnung, aber wenn mal eine coole Knappenpanzer kommt, kommt zum Einsatz. So. Erwische ich den? Erwischen wir den? Ja, wir haben ihn erwischt. Und jetzt zügig auf die gegnerische Bomben werfen. Das ist etwas, was ich mit Leidenschaft gerne tue, dass ich aufs neue Territorium, wenn ich nicht richtig sehe, wo ist dann Gegner, dann schmeiße ich da gerne die Bombe hin. Oder einfach mit der Ulti-Waffe auf den Weg. Das ist mit dem Kampfpanzer nicht mehr so einfach, weil ich gesagt, der Kampfpanzer ist eher so eine Distanzwaffe als eine Nahkampfwaffe. Und die Waffe, und da wurden wir gesplattet von Peanut. Die Erdnuss. Peanut, übrigens auch der Spitzname von Lukas Nickel aus The Ant Bully oder Lukas der Ameisenschreck. Ein Spiel, das wir hier mal vor gefühlt 100 Jahren mal angespielt haben. Bis dann die Spielmechanik gesagt hat, nö, wir sind an einer Stelle, wo wir nicht mehr kommen. Ja, das ist peinlich, aber meine Güte, dann ist es eben so. So. Und woher kommt der Spruch? Ja, was ist da jetzt so lustig dran? Naja, Lukas hatte ja als Spitznamen von seiner Mutter Peanut, also Erdnuss. Und als er dann in eine auf Ameisengröße geschrumpft war, haben die Ameisen gemeint, er hat bestimmt den Spitznamen Peanut, weil sein Gehirn so groß wie eine Erdnuss ist. Und da haben die sich noch so gefreut. Und ja klar, im Vergleich, also so eine Ameise ist eine Erdnuss natürlich schon ganz schön groß, ne, wenn das Gehirn aber für einen Menschen, aber das war einfach lustig. Das ist ein lustiger, interessanter Film aus der Zeit, wo Kids werden geschrumpft und es sind irgendwie im Insektenbereich Season entstanden ist neben Arthur und Minimoys und das große Krabbeln. Nee, das große Krabbeln war vorher. Das große Krabbeln hatte auch eine andere Thematik. Ja, dann war es aus dieser Arthur und Minimoys. Aber wie gesagt, Endbullen ist ein ganz passabler Film. Ja. Und jetzt, oh, die letzten Sekunden. Oh, ich habe die Animation getestet. Ah, die haben jetzt gleich. Win oder lose. Ich glaube, es ist ein Win. Ja. Ich glaube, es ist ein Win. Das erste Spiel hier in dem Video. Ja, ein Win. Ja, die Animation stoppt natürlich wieder. Jetzt. Oh, coole Pose. Coole Pose, coole Farben. Jawohl. Das kommt aufs Thumbnail. Also, denke ich mal. Apropos Thumbnail, apropos Fotos machen von der Switch. Ich möchte es hier auch nochmal erwähnen. Ich habe ja die Fotos immer auf Twitter dann geteilt. Das hatte den großen Vorteil, dass man dann Fotos aus dem Spiel, also jetzt nicht nur bei Splatoon, sondern allgemein von der Switch
dann auf Twitter nicht nur hat teilen können, sondern auch dann davon runterladen und wieder verwenden. Also ich habe die Fotos von Splatoon, wo ich dann auf der Switch auf Twitter geteilt habe, dann direkt gleich für Thumbnails oder so verwenden können, weil man von der Switch selbst nicht etwas direkt als Souvenir von einer Festplatte runterladen kann. Ich habe das auch nicht rausgefunden, ob das geht. Und also man muss es teilen. Aber wie gesagt, Twitch, ja. Twitter gibt es ja nicht mehr. Und auf Facebook ist es so, dass man das auf seiner persönlichen Seite teilt. Das ist mir halt auch nicht immer recht. Und da sind wir beim Thema Twitter bzw. X. Weil Twitter gibt es ja nicht mehr, das ist jetzt X. X wird ja endgültig gegen die Wand gefahren momentan. Und ich habe ja angekündigt, dass ich meine X... Ich habe hier zwei große X-Accounts, die ich Twitter-Accounts, die ich also zu Twitter-Zeiten sehr rege genutzt habe. Und sehr, das ist einmal Kids Supernova und dann Marshall.fabi, mein Furry-Account. Und habe bloß angekündigt, dass ich die beide löschen werde oder deaktivieren werde. Was ist denn das für eine Ulti-Waffe? Tintenschock. Ach, cool. Hab jetzt aber mich dagegen entschieden, weil was den Marshall-Account angeht, das habe ich schon auf meinem Marshall-Kanal erklärt, das brauche ich jetzt hier nicht nochmal erklären. Was denn, boah, spielt diese Ulti-Waffe? Das aber, oh, Flo, jetzt Flo hat's aber drauf. Weil ich gesagt habe, ich will den Untergang von X miterleben. Es ist so, ich habe mich gestern ausgeloggt. Weiß nicht, ob ich mich überhaupt nochmal einlogge, weil es wird einfach. Es wird einfach auf X. Es ist unerträglich. Also es ist wirklich unerträglich dort. Es ist nur noch. Hate Speech, also Hate Speech nicht im Sinne von, ah, wir sagen doch nur unsere Meinung und jede Meinung, sondern es ist wirklich nur noch Hate-Kontrolle. Also hauptsächlich von der rechten Seite, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber es ist wirklich nur ekelhaft und ich kann mit dieser Plattform eigentlich nichts mehr anfangen. Das heißt eigentlich, ich kann damit gar nichts mehr anfangen. Alles, was Twitter als so sympathisch gemacht hat, wurde also irgendwie in den Sand gesetzt und kaputt gemacht. Ich bin ausgeloggt. Also nicht deaktiviert, nur ausgeloggt. Werde nur noch partiell jetzt mit meinem Marshall-Account mitbekommen, was da los ist. Ich werde nur, wenn ein neues Video im Marshall-Kanal hochgeladen ist, das dann einfach auf X teilen und ab 100 Follower, die ich da habe, dann zeigen, dass es ein neues Video gibt, aber das war es auch schon. Also, es ist einfach, nee, es geht einfach. Und Mr. Musk hat ja Firmen wie Aldi, Disney und IBM und so weiter und Apple in den Mittelfinger gezeigt, so nach dem Motto, ja, wenn ihr keine Werbung bei uns schalten wollt, dann äfft euch. Und ja, das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Zudem bietet X Services an, in Anführungszeichen, oder Services an, gegen Bezahlung, wo ich eben woanders auch kostenlos bekomme. Na, jetzt. Das eine, das ist längere Posts schreiben, also weil ja Twitter ist ja ein Kurznachrichten, X ist ein Kurznachrichtendienst, das wisst ihr ja, ne? Das ist ja allgemein bekannt, das sind ja die Zeichen begrenzt, wo man schreiben kann. Und mit dem Premium hat man nicht nur den blauen Haken, der dann auch alles irgendwie, also das ist ja dann auch für die Katz, weil dann jeder Hans Dampf kann sich einen blauen Haken zulegen und sich dann irgendwie total wichtig tun, aber klar, diese Diskussion gab es woanders schon mal, sondern man kann auch längere Texte posten und das kann ich bei Facebook eben kostenlos und eben auch eine richtig schöne Blogseite machen.
Dann das zweite, die, ja, dass die Posts dann mehr hervorgehoben werden oder so. Also bietet natürlich dann auch Trollen, Hatern, Hate Speechern und irgendwelchen Verschwörungstheoretikern dann natürlich auch die Möglichkeit, für 9 Euro ungrad im Monat dann ihr Unwissen und ihren bescheuerten Kram dann richtig breit der Masse zu präsentieren und sich noch wichtiger zu machen. Man kann bei Facebook auch gegen Bezahlung ziehen, Beiträge oder auch ganze Seiten dann bewerben. Also auch das ist etwas, wo ich jetzt kein X dafür bräuchte. Und ja, die KI, Rock, das ist das nächste. Die ist dann auch in diesem Premium enthalten. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass eine KI in ein soziales Medium, so wie jetzt Twitter, Facebook, bla bla, so integriert ist. Und es ist auch verständlich, dass das dann Geld kostet, weil das ist ja auch Rechenleistung und so weiter und so fort. Aber es gibt eben KIs, Bots an anderer Stelle eben auch, ja, kostenlos. Und möchte ich Geld bezahlen für eine KI, die so programmiert ist, dass sie eben praktisch X und Tesla und SpaceX und das ganze X-e da Boostermast beweihräuchert und nicht einfach, weil eine KI sollte neutral und objektiv eigentlich sein, ne? Nee, kann ich auch nicht brauchen. Und wie gesagt, der ChatGPT und oder Bard von Google oder die oder von Bing KI, die sind eben kostenlos. Und was ist mir 10 Euro im Monat wert, dass ich da eine KI ständig fragen muss? Wobei doch schon 90%, was ich so an Fragen eben habe, mir auch Google beantworten kann. Mit der normalen Google-Suche schon. Geschweige denn eine KI. Also, nee, bloß dass ich einen Spaß habe daran, dass Brock eben auch in Anführungszeichen Sinn für Humor hat und auch lustige Antworten geben kann. Nee, also, ich weiß, das ist natürlich eine nette Spielerei, aber wie gesagt, diese X-Bubble, also das wird eine Bubble, aus, muss ich leider sagen, rechten Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten, die halt sagen, kann man seine Meinung sagen und Freiheit, ja, aber Freiheit nur von der Meinung, die allgemein akzeptiert wird und alles, was eine andere Meinung hat, gegen das ist dann Grund und Boden gehatet. Also wenn sich eine Firma, ich glaube ein Lea war es, sich nur Hasskommentare anhören muss, wenn ein farbiges Model Werbung für eine Lea macht, wo ich dann denke, ja toll, das ist halt ein Speech. Also wenn dann irgendwelche rassistische, rechtsradikalen Sachen da heißt Wahrheit, also nee. Nein, das will ich auf keinen Fall unterstützen. Und da fühle ich mich auf so einer Plattform auch nicht wohl. Also zu sagen, ja gut, man kann sich auch so in seine Bubble zurückziehen. Aber das, die ganze Plattform ist ja schon zu einer einzigen Bubble geworden. Und nee. So, ein Sieg. Wunderbar, die Farben passen ja hier. Also blau, also gelb war ja schon cool, aber mit blau sieht es noch besser aus. Guckt man, hier ist doch richtig kontrastreich. Richtig cool. Jetzt habe ich gar nicht so aufs Spiel geachtet, habe ein bisschen meinen X-Real Talk hier halten müssen. Aber das musste auch mal sein. Oh, es war einer. Ja, in unserem und im Gegnerteam war einer disconnected, also war es ja wieder ausgeglichen. So, gleich geht's weiter. Moment. So, das sind wir wieder. Ja, Aufnahme läuft. Ja, die Manta Maria ist ein sehr schönes Schiff. Eine sehr schöne Map mit vielen Details. Ich glaube, das Rettungsboot konnte man nicht immer einfärben. Oder war das schon immer einfärbbar? Bei Splatoon 2, weiß gar nicht. Das ist eine Map, wo man auch Splatoon 2 kennt. So, jetzt sind wir irgendwie mitten in der Wüste im Grand Canyon. Oh, die Farben sind nicht so toll. Also die Farbe mag ich gar nicht. Das ist doch Pfefferminzgrün. Ich mag ja eigentlich Pfefferminz.
diese Farbe. Das ist so ein bisschen. Egal. Dabei sein ist alles und die Farben. Letztendlich muss man einfärben, aber ich muss nicht richtig eindeutig und kraftreich war. Und diese Ulti war wiederholt immer beabsichtigt, dass die Rolle auch ist. So eine coole Ulti-Waffe, natürlich bin ich runtergeschossen worden von Salamandra. Ich kann nicht lesen. Oder stand das Salamander? Ja, egal. Nee, das wollte ich ja eben noch zu sagen. Also die Sachen, die ich mache, ich bin ja auch aktuell ein paar 3D-Animations- Projekte wieder am Start, was eher so Spielereien sind, wo ich praktisch bekannte Aliens wie Grogu oder Stitch als 3D Animationsfiguren so ein bisschen verarbeite auf meiner Website und überholt habe. Schaut da gerne mal vorbei auf die Planet Bar. Habe ich die Adresse sogar da? Kann ich sie einblenden? Ja, planetbar.space. Ich lasse mal eingeblendet. Da gerne mal vorbeigucken. Da habe ich alles ein bisschen grunderneuert. Wie gesagt, Science Fiction auf die besondere Art und meine Art. Und das ist so ein Spielplatz, so mein Spielplatz, wo ich mich austobe. Da oben sind ein paar, wenn ich ganz hat nichts gebracht. Steff Off hat mich weggesplattet. Aber egal. Hauptsache, es färbt auf dem Weg. Okay, letzte Minute läuft. Ich habe noch nicht so richtig begriffen, was diese Frostensaison bedeutet. Klar, die geht den ganzen Winter über, aber jetzt habe ich nicht gerechnet, dass man hier eine Winterlandschaft hat oder gefrorene Tinte oder irgendwie sowas. Aber irgendwie sonst nicht, habe ich gedacht. Aber, irgendwie sieht alles aus wie immer. So, letzte Minute läuft. Sieht sehr gut aus. Es sieht nach einem Win aus. Persönlich 7000 Querpunkte. Erreiche ich sie noch? Erreiche ich sie noch nicht? Ich habe mir halt echt auch überlegt, soll ich ein extra Video nochmal machen, jetzt über diese X-Sache und wo sind die Vorteile oder was ist das Bild wert, ist wirklich sein Geld wert? Nee, ist es nicht. Da jetzt noch ein Video dazu zu machen. Ich habe gedacht, es reicht, wenn ich hier, wenn ich so lange Let's Play Videos habe, dann wenn ich dann da erkläre, was da gerade so los ist, dann reicht es. Ich muss jetzt nicht mal ein extra Video machen, was bei X jetzt da unnötig Geld kostet, wo ich woanders kostenlos bekomme. Alle, die ich kenne, oder war einer disconnected im Gegnerteam, alle, die ich kenne, haben diese Plattform verlassen. Also wirklich so gut wie alle oder nutzen sie einfach nicht mehr. Oh, ich gehe mal hoch einen Kaffee trinken, ne? Und auch wenn hier Zahlen auf der Plattform selber geschönt dargestellt werden, natürlich von Elon Musk höchstpersönlich, ja, dass ja X am meisten im Gespräch ist und bla bla bla. Also es ist so, dass seine KI Grok irgendwie nirgendwo im Gespräch ist. Nirgendwo wird über Grok zum Beispiel geredet, aber sehr wohl über OpenAI und über den ChatGPT oder... Oder Bart nicht von Simpsons, sondern von Google. Ja, ist er wirklich in seiner eigenen Bubble. Auch was das optisch angeht, also ich weiß nicht, ob ihr die Tesla-Trucks, Cybertrucks schon gesehen habt. Habe ich irgendwo geschrieben, dass Elon Musks Science-Fiction-Schöpfungen wirklich aussehen wie aus einem Schläferz-Science-Fiction. Also die Autos sehen aus wie aus Metropolis 2000. Die Raketen nicht von SpaceX, die sind schon cool, aber die Raumanzüge sehen aus wie von Perry Roden. Und wenn er so weitermacht, dann wird er von seinen eigenen Robots, den Tesla Optimus,
sondern aus seinem eigenen Unternehmen rausgeworfen und Brock übernimmt dann die Geschäfte bei X. Das wäre dann nur fair, ne? Das wäre nur fair. Wobei, das wäre dann so wie bei iRobot. Das ist ja alles, aber kein Schneefatz, ne? Aber wie gesagt, wenn ich dann das schon lese, und so sieht es so gut aus. Und das ist die Science Fiction, aber dieses Cybertrucks, das ist wirklich lustig. Also, da schlägt mein Science Fiction Herz halt überhaupt nicht höher. Also, im Gegenteil. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt mit dem ganzen Hintergrund, wie Elon Musk jetzt halt eben zeigt, was für ein Mensch er wirklich ist. Sondern, nee. Also, nee. Na gut, könnte ich mir eh nicht leisten. Ja, es ist ja eh was für Leute, wo mehr Geld haben. Der Rex, der König, hat uns weggesplattet. Rex heißt König. Auf Latein. Für alle, die es nicht wissen. Ne? Der T-Rex, König der Tyrann. Das ist ein netter Name für ein Tier. Ne? Da oben sitzen sie immer wieder. So, schöne Klecksbombe reingesetzt. Aber sie sind halt seine Frau. Und jetzt ist es spät. Luis. Der zieht das Wasser. Der zieht das an den Stück. Hat uns. Oh, ein schönes Orange. Jetzt das gefällt mir. Schön dann Orangensaft. Das ist Splatfest. Orangensaft gegen Fensterputzmittel. Ja. Schön. Nee, das sind ja drei Farben sein, weil das Splatfest ist. Das ist ein Thema. Ich bin schon absolut auf das Splatfest gespannt. Ich habe ja in letzter Zeit so ein bisschen, war ja die Gefahr da, dass ich jetzt nur noch bei Splatfest Videos mache für den Kanal, aber ich habe gesagt, nee, schon, dem Splatoon treu bleiben. Das hat mir übrigens auch jemand als Kommentar geschrieben. Bitte wer du unser neuer Splatoon-YouTuber. Weil, so viel ich weiß, war Destiny Cast der erfolgreichste Splatoon-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Also, einen ganzen Kanal aufzubauen mit fast nur ein Spiel als Thema mit über 50.000 Abonnenten, das zu schaffen. Das ist bestimmt nicht einfach. Und umso tragischer war natürlich dann, oder umso blöder ist es dann, wie das geendet hat. Ne? Aber gut, reden wir nicht darüber. Ja, oh, es hat noch einen Win gereicht. Jawohl. Wunderbar. Perfekter Abschluss. Aber reden wir nicht mehr darüber. Das Leben geht weiter. Und ja. Und natürlich bin ich sehr gerne der neue. Ich bin kein neuer Splatoon-YouTuber. Also ich mache das jetzt schon eine ganze Weile. Aber natürlich freue ich mich. Oh, wir haben gewonnen, obwohl einer aus dem Team disconnected war. Das ist furchtbar selten, dass ich das erlebe, dass man, obwohl wir nur zu dritt sind, trotzdem das Spiel gewinnen. Dann war es ein richtig gutes Team. Übrigens, der Spind hat sich vergrößert. Ja, jetzt ist mehr Platz drin. Mehr Punkte, mehr Katalogpunkte und so weiter und so etc. Das heißt, der Spind, der muss unbedingt erweitert werden. Vielleicht ein nächstes planlos ins Splatville-Video. So, ich gehe zum Ausgang. Das war's für heute. Schaut gern bei planetbarb.space. Da sind auch immer Neuigkeiten, was an Science-Fiction-Projekten und so von mir am Start sind. Ansonsten, es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Adventszeit. Kipp Supernova, over and out.